So, wir haben es dann endlich geschafft. Essen ist da. Bautisch ist da. Und Zelt ist da. Und Veggie ist da. Na, die Armbrote schon bekommen. Wir haben mittlerweile alles vorbereitet. Hier hinter uns befindet sich ein bisschen Wasser. Das sieht man jetzt leider nicht. Da werden wir nachher nochmal einen kleinen Ausflug hinmachen. Ein bisschen Feuerholz wird noch gesammelt. Wir sitzen jetzt erstmal hier, genießen unser erstes Abendbrot im Wald. Wir sind ausreichend versorgt. Bautsch hat mein Brot vergessen. Ich darf ja kein Roggenbrot essen. Oder nichts, was Roggen hat. Wir haben schönstes Brot dabei, ja. Alles mit Roggen, wunderbar. Egal, dann gibt es für mich heute halt Fleisch. Hier ist leider auch Roggen drin. Und dann esse ich heute halt leider Fleisch mal. Ja, das ist halt männlich, Natur, Survival. So, und jetzt mache ich mir auch, endlich mal ein Bier auch von meinem Sixpack auf. Schön. Guten Appetit. Lass dir schmecken, Hoffi, danke. Und wir sehen und hören uns später. Okay, es geht weiter. Bordig füllt sich die letzten Reserven ein für einen kleinen Marsch an Tag 1. Zelt steht. Ich denke mal, es wird halt wie Blair Witch Project bestimmt. Das Zelt würde passen dazu, ja. Ja, ich denke, also... Aber eigentlich... Noch ist, pst, hörst du die Schritte? Hast du das auch gehört? Da ist was. Nein! Alter, mein Bier ist ja auf. Also der Deckel. Bestimmt, weil du es vorhin... Nee, weil du es vorhin runtergeschmissen... Nee, weil du es vorhin runtergeschmissen hast, bestimmt. Kannst du mal bitte richtig öffnen? Kannst du mal bitte richtig öffnen? Zuerst die Blair Witch Hexe, jetzt läuft das Bier aus. Toll. Schlechter Abend für heute Abend. Nein, ach. Also, ich will es mir nicht bei den Geistern verscherzen, aber fick dich, Blair Witch. Der Wald hier ist cool. Ja, der Wald hier ist cool, sagt der Waldführer. Unser Ziel ist da hinten so, wo es ein bisschen heller wird. Ach so, nee, nee. Da kommt ein Brennnesselfeld. Ein Brennnesselfeld? Macht dir ja gar nichts, ne? Naja, wenn du jetzt unbedingt willst, dann können wir die anderen. Ja, ich hätte da ganz stark Lust drauf, mit meinen langen Hosen, weil ich ja an alles gedacht habe, weißt du? Bei den das kannst du mal filmen, das ist Zeitzeugenbericht, das wird heutzutage nicht mehr hergestellt. Wir sind die letzten Lehrlinge, die grüne Hosen als Galabauer bekommen haben. Die anderen müssen in demütigend Orange rumrennen, Alter. Bam, bam, bam. Was für eine Story. Trotzdem, jetzt mal was Interessantes also, noch. Fresse halten für 50 Cent, bitte. So, ja, ey, aber Bordisch, wir wollten dort hinten hin. Du kannst immer noch durchs Brennnesselfeld, wenn du willst. Nee, das Ding ist, wenn wir jetzt eine längere Tour machen, ich habe eine lange Hose mit, sollte ich lieber eine lange Hose jetzt anziehen? Wenn wir versuchen sollten, noch zum Coventry-See zu kommen, aber eigentlich nicht. Nö, nö. Was hat, ich hab das Grinsen drauf, Alter, ich hab das Grinsen drauf. Okay. Hobby. Du bist ein riesiger Mann. Ne? Du brauchst dich ja. Ich denke, das Lächeln, das hat eine Bedeutung gehabt und wir werden sehen, wie der Weg wird. Ja, wir versuchen schon ein bisschen Coventry-See abzuchecken, ne? Also. Wie weit ist das entfernt? Der Coventry-See ist gleich da vorne, aber da sind auch dann eigentlich keine Brennnesseln, sondern das ist eher feucht. Also, aber wir laufen dann eher auch über. Also, Brennnesseln sind jetzt nicht zu erwarten. Das kann, aber Coventry-See an sich ist ohne festen Weg, ne? Erwarten uns Krokodile? Eine Illegalität an sich. Du kannst mal die Cam nehmen, bitte. Ungefähr da vorbei, wo ich das letzte Mal gekackt habe. Schöne Story. Ja. Naja, zum Survivalen gehört ja wohl auch das, die dreckigen Wahrheiten, ne? Hier sind wir wieder live aus dem Dschungelcamp. Beim Überleben. Ich bin Spinnwebe gelaufen. Guckt ihn euch an. Schöne Hose hat er an, ne? Habt ihr lange Hose angezogen? Wir waren nämlich nochmal zurück. Wir sind nochmal zurück zum Zelt, weil Bautsch vergessen hat abzuschließen. Ja, und da ich wieder, ja. Gut, dann ziehe ich mir vielleicht eine Hose an, eine lange. Eigentlich hatte ja Hobby bloß vergessen, seine Hose mitzunehmen. Und ja, und dann laufen wir noch nicht mal durchs Brennnesselfeld, ey. Das ist die größte Schande, Mann. Aber ja, ansonsten. Du bist der Wegführer, du bist dran schuld. Also, ja, ich habe mich dann noch für die einfachere entschieden. Ja, aber ansonsten läuft alles gut, wir kommen voran. Und werden jetzt erstmal an der Stelle landen, wo ich das letzte Mal probiert habe, den Coventry-See zu finden, der übrigens Convertersee her ist. Und ja, wir melden uns fast mal irgendwie. Ja, den Convertersee mit meinen Converse. Ja, siehst du? Magic, Alter. Oh, jetzt ist es schon schön, Alter. Hier, es ist echt so schön.
Natur, Natur, Natur. Alter, guck dir das an, wie weit du gucken kannst. Ja, und hier ist es jetzt auch wieder mit diesem See. Das letzte Mal das war die Sonne noch tiefer. Mit diesem Wasser. Und dann kam dieser Schwan angeflogen da, Alter. Total der Hammer, Alter. Und guckt euch die Sonne an. Leute, darauf habe ich ewig gewartet. Was für ein geiler Ausblick. All die Strapazen heute haben sich gelohnt. Ja, Mann. Molly, schön wieder mit dir unterwegs zu sein. Und freut mich. Back to the roots, Alter. Wir sind Naturjungs. Immer, Alter. Schneller auf Engels. Coventry-See, wo bist du? Teil 2. Du hast gesehen, hier rüber, dort lang. Alter, zum Glück haben wir lange Hosen an, Alter. Hier wird's dreckig. Also Leute, wir sind hier draußen in der Hardcore-Ultra-Double-Wildnis, Alter. Das haben nicht alle geschafft. Nichts für schwache Nerven. Wir werden sehen, ob wir am Ende des Tages nicht genauso aussehen, wa? Der wirkt ein Spiel, ja, ne? Ist der Wald. Nee, da ist doch da vorne, ist das doch vorbei. Das ist ein, so. Ist ein ganz schöner Weg zu kämpfen. Ja, also wir sind hier mitten wieder im Conventer See, Abenteuerspielplatz. Ist nicht ganz so einfach, aber auch Baggy macht das sehr gut. Ja, Mann, Baggy, Alter, der hält übel geil durch. Ja. Das ist nur Lorigen zu erwähnen. Ah. Und ich. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist immer alles so dramatisch, wenn die Kamera an ist. Ganz fein, Ben, ganz fein. Prima, Ben. Ganz fein. Ganz fein, Maus. Wurde schon lange nicht mehr geöffnet, da sind ein Haufen Spinnenweben dran. Okay. Seltsame Ritualgegenstände der Einheimischen. Garbage Project, ist selbst ganz. Heute sterben wir. Alter, ja, wo zu sein? Lass mal da lang gucken, weil da können wir uns orientieren. Da ist das Feld zu Ende. Oder da kommt, da ist der Wald zu Ende, da kommt ein Feld. Ja, Mann, riechst du das? Ich riech Wasser und ich sehe Wasser. Ich sehe da hinten was Helles. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben den Conventersee, Alter. Tag 1. Rüber, 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 rüber. Geil, Alter. Der Hammer. Es hat uns ein paar Mühen gekostet, aber. Er ist, da ist er, und er erstreckt sich wie eine feine Lady mit breitgelegten Beinen vor uns, um sich wollüstern auch vor uns auszubreiten. Hier kein Holz, ist Metall. Alter, wir haben ihn gefunden. Ja, Mann. Guck mal, noch so ein komisches Gebilde. Was auch immer das hier sein soll. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das ein Insektenfänger oder so? Oh, geil. Aber Alter, wir kommen hier leider. Weiter kommen wir nicht. Wir müssten da drüben hin. Das ist ein Riesending. Also, Leute. Geil, dass wir es heute an Tag 1 hierher geschafft haben. Oh ja. Mein Vorschlag wäre, dass wir morgen, also dass wir zurückgehen, langsam den Abend vorbereiten. Weil bald wird es dunkel und unser Rückweg ist lang und hart. Und dann würde ich morgen den ganzen Weg nochmal hierher gehen, aber dann versuchen, irgendwie hier noch drum rumzukommen, um an irgendeiner Stelle vielleicht noch zu chillen. Aber es sieht zurzeit nicht so gut aus. Sieht aus, als wäre der ganze See draußen von hier. Bam, bam, bam. Die erste Survival-Verletzung. Ja. Schmerzverzerrte Gesichter, Blut. So ist das Outdoor-Leben, Freunde. Nicht bloß Fun und Honeymoon.
Strongman ist hier gefragt. So, wir sind auf dem Rückweg. Wie ihr unmittelbar sehen könnt, bezwingen so einige Hürden. Aber jo, Alter, die Sonne ist auch noch mega geil. Selbst unter den Shame Trail Dunst so. Es ist wirklich, wirklich wunderschön hier. Jo. Schade für jeden, der nicht mit dabei ist. Wow. Es ist ganz schön gefährlich. Nicht halt, es kommt das grüne Licht zurückgeworfen. Also genau, weil es nicht grün ist, ist es nicht grün. Das, ne? Ba-ba-bam! Weil so viele Jägerhütten hier, Alter, ne? Ja, schöner kleiner Trip, mein Freund. Sehr gemütlich hier. Schöne Flexen Erde. Findest du doch immer überall wieder so eine Überraschung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist doch mega fett. Wir können jetzt auch einfach, wenn du noch, schräg übers Feld machen hier so. Schräg übers Feld? Und da müssen wir wieder hin zur Hütte. Was hält das Publikum von schräg übers Feld? Okay, dann schräg übers Feld. Von dort heute. Dort ungefähr sind wir gekommen. Und wir wollen jetzt diesen Weg zurücklaufen. Bautsch und ich haben uns gerade sehr darüber gefreut, dass wir genau über dieselbe Brücke nochmal gegangen sind, über die wir vorhin gekommen sind. War nicht anders zu erwarten. Nein. Ja, wir sind jetzt wirklich denselben Weg, aber irgendwie eins vermisse ich noch. Wo bist du unter diesem Stock lang gekrochen? Ja, ne? dein ich habe die Stelle auch gesucht, Alter. Dein perfekter Survival-Trip. Ja, irgendwie haben wir das verpasst, aber ansonsten perfekt. Sind wir wieder auf der Spur. Da vorne sehe ich schon. Leute, alles klar. Das war das mal. Bau dich, noch abschließende Worte. Freiheit, Alter, Freiheit, Leute. So geil. Haut da rein. Verstehen durch die Analyse des Bauplans des Lebens Rationalität. Muss das Gefühl umgeben, es geht um ein Klangmädchen. Es geht um Handeln. Wow. Bist du frei zu tun, was du willst oder kurz ja, ich guck nach oben. Ich hab mich auch geschunden, den Rücken fast rumgebuckelt für 6 Euro die 2 Stunden. Ja, das ist das, was ich meinte, wenn ich dann in Dings nicht pennen konnte. Ich hab es schon mal gesagt. Dann hast du, wenn du in der Wohnung so nicht pennen kannst. Dann musst du dann mal aufstehen, irgendwie rumlaufen oder irgendwas machen. Wenn ich in Neustrelitz jetzt nicht pennen konnte, dann habe ich einfach die Augen aufgemacht und zum Sternenhimmel geguckt. An der Stelle haben wir nichts, es ist immer noch relativ hell. Wir sind eigentlich im perfekten Moment wieder hier angekommen, wirklich als wir das Feuer so entfacht haben. Vielleicht so eine Viertelstunde später wurde es dann jetzt so langsam so dunkel. Es war schon sowieso die ganze Zeit dämmerig. Ja, jetzt sitzen wir hier, liegen wir hier. Auf unseren Isomatten mit Becky immer noch. Oh, du hast eine tolle Tour heute mitgemacht. Ja, Becky war heute wieder ganz klasse, ja. Becky war heute wieder ganz klasse. Schöner Tag. So als Freiheit bedeutet Freiheit keine Schrankigkeit. Wir können schützen, mein Freund, ich meine Gedanken. So als zweites bedeutet ach, da ist er sogar noch ein Haufen. Ja, der ist in dem Falle vielleicht ganz schön, aber kann ich nicht gebrauchen. Also liebe Freunde, was krasses passiert gerade. Die haben für die ganze Nacht hier schon, also für den ganzen Tag eigentlich Unwetter angesagt gehabt. Wie ihr gesehen habt, war das nicht der Fall. Und jetzt hatten wir auch schon einen gemütlichen Abend, ganz normal gechillt, geredet. Jetzt legen wir uns gerade hin, Alter. Bautsch hat gerade noch ein bisschen Erde über die Glut gemacht, damit die jetzt nicht gleich so rumfliegt, weil jetzt fängt es auf einmal an, arschkalt zu werden. Der Wind kommt übelst krass und ja, wir wollen uns jetzt gerade hinlegen und jetzt scheint gleich das Gewitter loszugehen. Ja. Wir halten euch auf den Laufenden, Alter. Gibt eine Einschlafmusik-CD oder so. Der Wind in meinen Segeln. Alleine los, heute geht es ins Leben. Keine Angst, ich bleib daneben.
Wir müssen nicht alleine sein, weil Tausende um uns stehen. Werdet wie die Kinder sind, spielerisch doch klar im Blick. Es nimm es wie es kommt, hab ein Ziel verfolgt, es starren Schrittes. Und wenn du noch nicht da bist, auf der Marsch so hart wie nichts ist, warte nicht, verzage nicht. Denn deine Ahnen sind es, sie ist scheu und zerbrechlich. Doch der größte Luxus geht zu dir, frag nicht sie. Was ist nicht mein Luxus? So zuletzt, man nehmt sie, schützt sie. Ist sie schwach auf den Beinen, na dann stützt sie. Sie entsteht in Wechselwirkung, also auch machen noch. Seid schlau, bleibt treu und liebt die Menschen doch zuallererst dich selbst. Wenn er nicht vom Himmel fällt, sei für andere der Held. Wir können nur gemeinsam schaffen, was wir allgemein verkacken. Lasst uns in die Hände spucken, nicht für falsche Geister ackern. Handeln und wandeln, mach dein Ding und lass sie plappern. Alle Gänse gackern, doch der Fuchs macht alle plappern. Diese ganze Qualität, die wir als Menschen haben, ist eben dann auch nicht angreifbar. Aber sie ist bei den meisten Menschen so unterentwickelt, weil wir von klein auf erzogen werden, nicht auf unser Herz hören, sondern auf den Verstand oder aufs Bauchgefühl. Das heißt, das ist eine bewusste Arbeit an unserer Liebesfähigkeit, an unserer Herzqualität. Aber wir haben als Menschen eben diese Fähigkeit, darüber zu wachsen. So ist es halt bei den Underdogs. Hier unten. Direkt aus der Gasse. Beim Street Report. Hör mal. Ja, die Crowd ist knurrig, Alter. Gangster-Scheiß, versteht ihr, Alter? Gangster-Scheiß. Sie können uns manipulieren über den Verstand, klar. Mhm. Über Emotionen, Bauchgefühl auch. Man sagt ja, hör auf deinen Bauch, ist Quatsch. Das ist nicht die höchste Instanz, hör auf dein Herz. Und das ist nämlich die Ebene, die in einer Frequenz ist, die die nicht erreichen können mit all ihren Manipulationsmethoden.